Zum Kaffee bringt man natürlich immer gerne was mit. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man ein kleines Gesteck macht zum Verschenken. Dazu nimmt man zuerst so einen Steckmassezylinder, der ist jetzt im Durchmesser 8 cm breit, und legt ihn aufs Wasser. Den Steckmassezylinder legt man nur aufs Wasser, man darf ihn auf gar keinen Fall runterdrücken, weil er sich sonst nicht richtig mit Wasser voll saugen kann. Nachdem sich der Zylinder vollgesaugt hat, kann ich ihn jetzt wieder aus dem Wasser nehmen und am besten auf so eine Unterlage stellen. Ich habe mir für dieses Gesteck die Hyazinthen ausgesucht. Das ist eine ganz tolle Frühlingsblume. Die duftet auch ganz schön. Davon stecke ich jetzt 3 Stück ganz vorsichtig in die Steckmasse. Als nächstes nehme ich mir diese Kirschbaumzweige, schneide die auch etwas kürzer und stecke die so in die Mitte. Für dieses Gesteck eignet sich sehr gut so eine Müslischale. Da man den Rand von dem Steckmassezylinder noch sehen kann, nehme ich solche Wachteleier und lege sie außenrum. Diese Wachteleier kann man zum Beispiel beim Floristen bekommen oder aber auch im Bastelladen. Wenn alles bedeckt ist, kann man am Ende noch 1-2 Federn mit ins Gesteck reinlegen. Im Vorfeld habe ich mir solche Eier fertig gemacht. Da steht dann auch direkt gleich ein netter Gruß drauf. Und die werden einfach mit einer Wäscheklammer an diesen langen Zweig befestigt.